Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, nachdem wir beim letzten Mal Kriegsmüde gemacht hatten, also die Versorgung abgeschnitten haben und alles, suchen wir jetzt Theobert, dieser Name, und hatten rumgefragt. Und der soll da hinten sein. Ich habe halt so ein ungutes Gefühl, dass er vielleicht entführt wurde oder so. Keine Ahnung. Und ich habe beim letzten Mal schon gesagt. Dementsprechend haben wir die Information, dass er da hinten irgendwo sein soll. Die Frage ist halt wirklich, ob er da ist oder nicht. Gucken wir mal. Zeig mir, was vor uns liegt. Da soll's sein. Okay. Dann gucken wir mal. Dann schauen wir mal. Wenn ich gerade richtig laufe. Ich glaube ja. Warte mal. Hilf mir. Sei meine Augen. Ah, hier. Okay. Aber nur geradeaus. Weiter. Einfach nur geradeaus. Weiter. Das ist nur Hineingang. Genau. Da oben war noch was drauf. Können wir da hochklettern? Natürlich nicht. Ja, bevor ich da reingehe, sprich ich mal, ob ich irgendwie da oben raufkomme. Aber ich bin der Meinung, da war was drauf. Ja, noch langsamer. Ich würde sagen, komm von hier aus rauf. Und zack. Okay. So. Ach so, Wölfe. Hier soll er drin sein. Was ist hier geschehen? Das sieht nicht gut aus. Dann gucken wir mal. Vielleicht war er auch einfach nur verletzt. Dann schauen wir mal, was vorgefallen ist. Okay. Da liegt Cheolberts Bogen. Wieso? Kann man das auch untersuchen? Nee. Oh, Pfeile einsammeln, okay. Okay. Das sind Sachen. Eine komische Maske. Noch mehr Blut. Komm rüber. Wow. Ja, ja. Autsch. Seh ich nicht. Dreckige Wölfe. Okay. Tierspuren und Blut. Nicht von einem Schwein. Ein Wolf, der etwas durch den Dreck gezogen hat. Okay. Aber jetzt merke ich ja mal hier lang.
mal hier noch ein bisschen was ist. Ja, hängt da erstmal fest gerade, alles klar. Okay. Ich glaube, die wurden von den Wölfen getötet. Vermute ich so mal. Da hinten liegt er. Theobert. Bei Freyas Tränen. Theobert, du lebst. Ich... Bleib ruhig. Du bist schwer verletzt. Ein Drache auf dem Griff. Götter. Das bretonische Wappen. Atme weiter, Junge. Dir bleibt nicht mehr viel Zeit. Ich bringe dich zu den anderen, um dich zu verabschieden. Ich bringe dich zu den anderen. Ganz vorsichtig. Ist hier noch irgendwas? Nö. Okay. Brauchen wir auch nichts. Weil die viel zu schnell erledigt waren. Psst. Schone deine Kräfte. Mach da. Nee. Nicht doof. Mach da. Ich bin doof, ja. Müsste aber einen anderen Weg dann rausgeben noch. Aber doch nicht, ja. Und ich habe eben nur was übersehen, kann das sein? Hier nicht. Oder gab es da drüben auch noch einen Weg, den ich gerade nur übersehen habe? Ich blind bin wie immer. Nö. Okay. Wahrscheinlich bin ich echt nur zu blöd. Okay. Okay. Achso, ja gut. Das habe ich übersehen gerade. Werfen. Warte mal. Ich kann ihn nur ablegen. Bin ich echt zu doof, da hochzukommen jetzt? Kannst hier niemand abwerfen? Okay. Okay. War aber nur zu doof gerade. Alles klar. Ja, ich stelle mich wahrscheinlich nur viel zu blöd schon wieder an.
Habe ich mich gerade irgendwie in die Wand geglitscht oder was? Ich habe mich in die Scheißwand geglitscht. Na super. Ich habe mich halt echt in die Wand geglitscht, ne? Wow. Das habe ich auch noch nicht hingekriegt. Ja. Dann lade ich da mal. Oh, geil. Glitsche ich mich jetzt mal in die Wand rein? Wie habe ich das hingekriegt? Weil ich ihn davor abgelegt habe eben oder was? Zusatzinhalte freigeschaltet. Ist er jetzt noch da hinten drin wieder? Oder was ist da los? Klaus ist da hinten wieder drin. Was soll auch sonst sein? Da habe ich mich echt reingeglitscht in die Wand. Okay. Habe ich auch noch nicht hingekriegt, muss ich sagen. So. Ah, guck mal hier. Das habe ich gar nicht gesehen eben. Habe ich nur gesehen, als ich in der Wand drin war. Läuft. Da war der noch. Kann man nochmal einsammeln. Ich speichere hier einfach mal, bevor das wieder passiert irgendwie. Geht nicht. Na dann. Ach ja. Ich. Ruhig, Gilbert. Wir sind bald unter Freunden. Tja. War wohl nix. Auch nur, weil er angegriffen wurde. Ja. Sterb. War ich nicht. Ja, stell dich nicht so an. So. Was ist da vorne eigentlich? Komische Hütte. Komischer Außenposten wieder, wahrscheinlich. Da, da, da. Hallo. Ich brauche Hilfe! Eva! Jolaf! Bei der Hand Thors! Ist das der Äthel? Eivor, was ist geschehen? Nein. Nein! Du törichter Junge, was hast du getan? Ich habe ihn tief in einer Höhle gefunden, von Wölfen umringt. Eivor. Ruhig, Bursche, ganz ruhig. Eivor. Gib mir eine Axt, und zwar sofort! Eivor, er ist tot. Eine Axt! Sein Gott wird ihn zu sich nehmen. Auch ohne Axt. Dann geh du zu deinem Gott, Junge. Und ich singe für dich in Valhall. Das war kein Wolf. Sag mir, was geschehen ist.
Das waren Bretonen. Diese Klinge steckte in seiner Brust. Ein bretonischer Dolch. Rodri! Aber warum? Du hast deinen Bruder ermordet. Dachtest du, er würde es dabei belassen? Ich hab dir gesagt, wie hinterhältig er ist. Frieden war nie sein Ziel. Er will Blut für Blut. Bischof Djorlaf, hier drüben. Die Mauern seiner Feste vermögen ihn nicht zu schützen. Ich treibe ihm diesen Dolch in die Lunge. Dann müssen wir uns beeilen. Zuschlagen, ehe Rodri mit dieser Heimtücke davonkommt. Diesmal keine Gnade, Wolfsmal. Diesen Dunghaufen Leofrid hast du verschont. Rodri kommt nicht davon. Das schwöre ich. Gütiger Gott, was ist geschehen? Ceolbert! Ermordet. Möge der Herr, der dich von der Sünde befreit, dich retten und zu sich nehmen. Schick die Leiche zu seinem Vater. Er wird ihn christlich bestatten wollen. Königin Angarad sagte, Rodri hätte sich in der Feste Kaustow verschanzt. Entweder eine Lüge oder ein Versehen. Wir sollten es herausfinden. Wir können unweit der Feste ein Lager aufschlagen und sie gemeinsam auskundschaften. Ein guter Plan. Wir gehen sofort. Gut. Und denk dran, Rodri gehört mir. Ist das der Ed? Was ist das denn? Ich will ihn aber selber erledigen. Was machst du denn, Schwestlein? Königstöter. Was hab ich dir getan? Dann wollen wir mal. Lauf schneller. Ihr Männer, aufsitzen und mir nach. Wir haben noch viel vor. Schon mein eigenes Reittier. Ich hätte es wissen müssen. Ich hätte wissen müssen, dass er sich den Schwächsten von uns holt. Mit dem Mord an Rodris Bruder hast du eine blutige Wunde aufgerissen. Alles, was sich lohnt, kostet seinen Preis in Blut. Ja. In Fredford sagtest du, Rodri habe dir die Narbe im Gesicht verpasst. Ist das eine erzählenswerte Geschichte? Erzählenswert vielleicht, erinnernswert auf jeden Fall. Vor Jahren war ich auf dem Rückweg von der westlichen Insel. Oh, die hatten vielleicht Krieger. Die haben mich ziemlich verdroschen und ich war mürrisch. Ich wollte nur etwas Blut und Silber, mehr nicht. Und so segelte ich mit meinen Drängier die Küste von Kemry entlang und sah eine gute Anlegestelle in dichtem Nebel. Wir zogen die Schiffe an Land und hörten gleich einen Schrei von einem Hügel herab. Die verfluchten Bretonen. Der Nebel lichtete sich und da standen sie in einer Reihe. Der breiteste von ihnen rief, ich bin Rodri, König dieser Lande. Das geht mir am Arsch vorbei, rief ich zurück. Ich nickte meinen Männern zu und wir stürmten mit unseren Äxten auf sie zu, ehe sie Luft holen konnten. Wir waren in der Überzahl, doch die Bretonen sind gerissen. Es war Marschland. Der Sumpf hielt unsere Stiefel fest und hinderte uns am Fortkommen. Rodri metzelte einen nach dem anderen nieder. Als er zu mir kam, hielt er mir die Klinge an den Kopf und verpasste mir nur diesen Kratzer. Er sagte, verlasse dieses Land und warne deine Leute. Erzähle allen, dass dieser Schnitt von König Rodri stammt. Leck mich, sagte ich. Rodri lachte und ließ mich gehen. Eine gute Geschichte, Ivar. Sohn von Ragnar, Königstöter, Eroberer von Englerland und der westlichen Insel. Deine Saga reicht für 10 Krieger. Das ist wahr. Okay. Ja. Die verschwitzte Schlange sitzt hinter dieser Mauer. Nur ein Drache kann ihn bezwingen. Arsch! Der wird noch einen kennenlernen. Gib deinen Leuten Bescheid. Wir können hier lagern und einen Überraschungsangriff aushecken.
Ivas Männer verlieren keine Zeit. Sie sind versessen darauf, Rache zu nehmen. Ja, und ich würde mich gerne reinstechen und ihn töten. Wie immer. Seit du mich aus diesem Käfig befreit hast, will ich mich an den Bretonen rächen. Die Zeit ist reif. Okay. Du hast mich befreit. Ich werde dich nicht enttäuschen. Sehr schön. Eivor, ich habe Lust, mich an den Bretonen zu rächen. Ich lasse mich sicher nicht zurückfallen, um die Leichen zu fleddern. Diesmal nicht. Dann gib alles. Ich bin bereit. Was in Lokis Namen hast du da gemacht? Ein Drachen beschworen, der mir hilft, Rodri zu erlegen. Was sagst du, Wolfsmal? Bist du bereit für den Krieg? Trommel alle zusammen, Ivar. Es geht los. Ein guter Tag zum Sterben. Das Tor scheint gut verteidigt zu sein. Meine Männer beladen einen Karren mit Kesseln voller Öl. Wir brennen uns durch dieses beschissene Tor. Und zeig dich! Ich bin hier, knochenloser Ragnarsson. Warum kommt ihr mit einem Heer, wo wir gerade Frieden geschlossen haben? Verhöhne uns nicht, du Hurensohn! Du hast diesen Frieden mit Blut entehrt, als du Ceolbert ermordet hast! Rede so viel Unsinn, wie du willst! Wenn ihr Krieg wollt, gut. Unsere Verteidigung steht. Sieh in mein Gesicht, König Krähenfutter! Hier ist der Drache, der dich verschlingen wird. Ich sehe einen verbrauchten alten Mann, der Schlange spielt. Genug geredet, Ivar. Bringt den Ölkarren und entzündet die Feuer. Wenn ich mit Rodri fertig bin, reiße ich ihm das Fett von den Schenkeln, um unser Brot zu braten. Feste Kostow. Dann wollen wir mal, würde ich sagen. Holt den Karren, Leute! Wir stecken ihn direkt vor dem Tor in Brand. Könnt ihr mir mal helfen? Wir wollen Soldaten den Karren aufhalten! Ich tünche die Festungsmauern mit Rodris Blut! Ja. Geht mir nicht auf den Sack. Holt das Ding zum Tor. Geht sterben. Du auch. So. Mit mir! Für Oden! Immer diese Pfeile. Los jetzt, anzünden! Ich entzünde ihn! Ach so. Wow. Du bist tot! Maru! Gemeinsam! Okay. Leiter! Stürmt die Feste! Keine Gnade! Was war denn das für ein Symbol? Das da. Wo bist du? Schwächling! Okay. Meins. Geh mir nicht auf den Sack. Okay.
die Köpfe unten! Das Ding ist auch wieder zu. Dann klettern wir eben hoch. Und machen auf. Zack. Ich versuche mich ganz Zeit anzugreifen, ne? So. Und offen. Na, dann kommt rein. Klar. Immer noch. Warte mal. Geh doch mal hoch da, Ego. Manchmal denke ich mir auch, okay. Weißt du was? Ich komme! Beim heiligen Kelat! Sterb! Tschüss! Huit Maru! Ich mach mal das nächste Tor auf. Einfach schnell durch. Komme ich da aber am besten rüber? Viel zu leicht. Du bist tot. Okay, machen wir das so. Fällt er hoch da? Ava. Los. Manche Stellen, ne? Machen wir das dann mal hier rüber. Okay. Boah, ey. Klettert auch. Hallo. Na, ihr? Wie geht's euch? Schon mal gestorben? Ja, ne? Autsch. Zack. Voll vorbeigehauen. Alles klar. Ich sterbe. Tschüss. Ein richtiger Kampf! Ui! Über die Zugbrücke, Jungs! Verdammte Zugbrücke! Zack! Oh! Schützenkönig! Rodri! Dein Drache Hallo. Ist gekommen! Er versteckt sich hinter dieser Tür! Vergiss nicht, er gehört mir! Ja, ja, ist klar! Gott, verleih mir Stärke! Ich brauche drüben Hilfe! So. Iva, der Knochenlose. Du gibst deinen jämmerlichen Drachen ab. In die Leber getreten. Ich brauche frische Luft. Ja. Alles klar. Rennt da erstmal brennend rum und kämpft. Angriff abgeschlossen, feste Kausto. Die morsche Eiche ist gefällt. Er ist nicht tot. Nein, ich habe noch etwas vor.
Ein Spektakel, schon vergessen? Der Mann liegt im Sterben. Komm, lass die Nornir sein Schicksal bestimmen. Oh nein, das wird gut. Ich habe etwas ganz Besonderes im Sinn. Einen Ort und eine Methode. Komm! Gut, bringen wir das hinter uns. Schmeiß den Schmalzbrocken auf dein Pferd und wir reiten los. Sieh zu, dass er nicht stirbt. Na gut. Eivor, vergiss nicht den Klumpen gammliges Fleisch, das sich Rodri nennt. Ja, machen wir gleich. Warte mal. Ich will erstmal noch das Buch haben. Okay, von hier aus geht es nicht. Komme ich denn hier rein? Ich will das Buch haben, deswegen. Komme ich da denn rein? Aha, okay. Okay. Wurfaxt. Mal wieder. Ja, nochmal Erfahrungspunkte. Noch mehr hier irgendwie? Grad. Zumindest hier nicht in der Nähe. Okay. Na gut. Komm. Wo reiten wir hin? Beim Kundschaften habe ich eine Aussicht gefunden, die eines Königstodes würdig ist. Es braucht kein Spektakel, Ivar. Lass den Mann würdevoll sterben. Würdevoll? Nein, nein, nein. Sein Tod soll ein Schauspiel sein. Wie geht es dem lieben König? Bleib bloß bei uns. Du darfst nicht verpassen, was dir bevorsteht. Ja, schauen wir mal. Was haben wir denn vor Ort? König Ela, König Osbrecht, König Edmund und jetzt töte ich König Rodri. Wer kann sonst eine solche Siegessträhne verzeichnen? Töte mich einfach. Ich werde mich in diese Fehde nicht einmischen. Ich hätte ihn auch gerne selber getötet. Aber naja. Diese Aussicht kommt Valhall gleich. Der Berg da oben. Vermutlich halt, dass wir da gleich hinreiten. Ist er noch am Leben? Kaum. Rodri, hörst du mich? Jahrelang trug ich diese Narbe mit Scham, von einem Bretonen verletzt und dann verschont. Ich versuchte sie zu verstecken mit einem Bart, einem Rock. Doch als dein Ruhm wuchs, wuchs auch mein Stolz. Ein König gab mir diese Narbe. Was sagst du dazu, Rodri? Hä? Sprich, du stinkender, bottig-ranzigen Talgs. Sag doch gar nichts dazu. Da wären wir. Bring ihn her. Okay. Ich wollte nicht aufsetzen. Wo in Lokis Namen bist du hingelaufen? Manchmal ist das echt komisch, den da runterzukriegen. Okay. Ach, come on. Okay, doch. Hier bin ich. Wo denn sonst? Schaff ihn da hoch, auf die Spitze und halt ihn am Leben. Bring es zu Ende, Ivar. Hier, eine hungrige Klinge.
Jetzt kommt der Drache und bereitet sich sein liebstes Mahl zu. Den Blutaar. Eva, wird das... Die Geburt eines Blutaars ist ein ehrwürdiger Anblick, mein Freund. Erst schneide ich dich entlang der Wirbelsäule auf. Das ist ein Nordmann mit dem Geist der alten Helden. Der Blutaar bedeutet Iva überhaupt nichts. Er tut das nur, weil er andere gerne leiden sieht. Jetzt ziehe ich das Fleisch ab. Jeder Brauch überdauert seine wahre Bedeutung. Bald weiß niemand mehr, warum dieser Mann starb. Aber wie er starb, ist ein Lied für die Ewigkeit. Mit der Zeit verwischt die Grenze zwischen Gut und Böse. Aber Ruhm ist unvergänglich. In dieser Tat liegt nichts Ruhmreiches. Das Leben ist nicht schön. Es ist ein blutiger Kampf. Die Lunge tritt hervor und wir breiten sie aus wie Flügel. Ganz Mercia kann ihn jetzt sehen. Ich habe genug davon. Wir sind noch nicht fertig. Diese Saga, die wir zusammen geschrieben haben, braucht ein Ende. Hier und jetzt. Es ist vorbei, Iva. Ich bin fertig mit diesem Ort. Ein Kampf auf den Tod. Nur du und ich. Wenn ich gewinne, bin ich der größte Wikinger, der je gelebt hat. Wenn nicht, hast du eine große Geschichte zu erzählen. Du bist schlachttrunken, Iva. Leb wohl. Armer Cheolbert. Er hat kaum etwas gesagt. Wann? Ich stieß ihm den Drachendolch ins Herz. Nein. Nur ein kurzes, leises Wimmern. Dann nichts mehr. Du krankes Stück Scheiße! Was ein Mann nicht alles tun muss. Man muss Prüfungen bestehen, Freunde verraten, nur um sein Schicksal zu erfüllen. Um immer wieder der Königstöter zu sein. Verräter! Cheolbert war... Wie ein Sohn für mich, ja, ja! Also kämpfe, Wolfsmahl, bis zum glorreichen Tod! Okay. Für ein Leben, Eivor! Ein Kampf hoch über der Welt! Valhall wartet! Ja, und dein Tod auch. Zack. Autsch. Komm runter, Eivor. Es hat gerade erst bin doch schon angefangen, bei dir. Spaß zu machen. Warte einen Moment, Eivor. Ich muss dich etwas fragen. Ich fühle mich gut. Was willst du? Sprich, sonst schneide ich dir die Zunge raus. Wirst du deinen Vater in Valhall sehen, Wolfsmahl? Oder ist das feige Aas in Helheim und weint eisige Tränen? Alles wieder klar. Erwischt! Autsch. Blute! Wie... Mein langer Weg endet. Die Valkyria kommt. Meine Axt, Eivor. Gib mir meine Waffe.
Ja, auch wenn er so ein komischer Affe, was weiß ich, ist. So eine kleine hinterlistige Sau. Schicken wir ihn trotzdem nach Valhall. Vielleicht kann Odin dich gebrauchen. Obwohl du es nicht verdient hast. Bring ihm keine Schande. Ich höre ihre Flügelschläge. Okay. Bringt seine Überreste nach Quadfort. Wir verabschieden ihn dort. Und schickt einen Boten zu Ober. Sagt ihm, dass sein Bruder tot ist. Okay. Übers Ring und der Dolch. Okay, wir sollen dahin. Ich wollte aber eben nochmal auf den Berg rauf. Natürlich landen wir wieder unten. Wollen wir vielleicht noch den Schnellreisepunkt holen, der da hinten ist. Ja, wie gesagt, auch wenn er das halt nicht verdient hat, haben wir ihn trotzdem nach Valhall geschickt. Also sind wir nicht. Das nicht zu machen. So. Ja. Das ging, war eigentlich relativ schnell erledigt. Aber das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass er das gewesen ist. Dass er ihn innen reingerammt hat. Tja, so kann man sich auch ehren. Da-da-da-da. Klar, ich hänge am Wolf dran. So ein bisschen. Und er hängt da immer noch. Ja, ja. Dann mal nach da oben. Das hört sich immer komisch an, diese Echos, wenn man läuft. So richtig merkwürdig. Ja. So. Lalalalala. So, jetzt bin ich gleich oben. Okay. Ja. Ich würde sagen, mit diesem Ausblick würde ich auch sagen, beende ich hier erstmal die Aufnahme. Dann beim nächsten Mal wollen wir nach Quadfort mit dem Bruder sprechen und ja. Dann sehen wir, wie es weitergeht. Na gut. Damit sage ich dann auch bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed Valhalla. Bis dann. Ciao, ciao.